Servus, so, da würde ich mal direkt anfangen, hier dieses Paket auszupacken. So, okay. Gelobt, se, unser Freund Horst Thiele. Ah, okay. Der hat hier als Pupillen zwei 5-Cent-Münzen aufgeklebt bekommen. Die werde ich dann abkleben. So. Okay, hier haben wir ein bisschen Papier. Oh, eine Pfandflasche. Ich wollte heute Pfand wegbringen zum 1. Mai. Mir ist mal eingefallen, dass Feiertag ist. Ich bin so ein Typ, der erst erfährt, wann Feiertag ist, wenn es entweder der Arbeitskollegen erzählen oder man durch andere Leute daran erinnert wird. Aber naja, er kennt mich ja. So, feinstes Blattgold. Okay, Dankeschön. Das ist wertvoll. Und ich werde es genießen. Transengroßmutter. Jetzt werde ich es noch mehr genießen. Jetzt noch mehr. Oh. Oh ja. Das Vieh. Okay, also vielen Dank. So, was haben wir denn? F. C. Schalke. Ja. Naja. Also. Naja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Mit Fußball habe ich ja wirklich nichts am Hut. Er wird sich bestimmt schon Verwendung dafür finden. So. Okay. Hier haben wir Timbo-Aufkleber. Smartphone-Hülle. Okay. Geil. Dankeschön. So, hier haben wir eine Packung Knorr. Die ist aber schwer. Da ist doch kein Knorr. Geil. Ich glaube, hier ist Kleingeld drinne. Zumindest fühlt sich das so an vom Gewicht her. Ja. Beißt da jetzt wirklich mit den Zähnen rein, aber naja, das wäre, glaube ich, keine gute Idee, weil es fühlt sich so an, als wäre ja noch irgendwas anderes. Ich tue es mal hier auf den Tisch. So, da brauche ich mein Messerchen. So, jetzt muss ich das mit dem Knie fixieren. Okay, oh. Ah. Alles klar. Gut, ein Glück habe ich ihn hier reingebissen. Alles klar, hier haben wir jede Menge Kleingeld in Knorr verpackt. Alles klar, vielen Dank. So. Hier haben wir eine Uhr. Coole Sache. Mo. Alles klar, Aufkleber. Ja, das ist geil. Das ist wirklich geil. Ein Kleiderhaken. Das ist gut. Also jetzt mal wirklich, den werde ich mir. Ich denke mal, dort an die Tür hängen, weil da hängt jetzt nur ein T-Shirt, wo Hotel Incognito draufsteht und so ein Kleiderhaken, der wird sich da bestimmt gut machen. So. Ja, das freut mich. Es ist nützlich. Die Wohnung wird ein bisschen aufgepäppelt. So, hier haben wir ein Portemonnaie. Dafür werde ich Verwendung finden. Alles klar. Ui, So, was haben wir denn hier? Bilderrahmen. Ja, die brauche ich tatsächlich. Ne, es riecht neutral. So. Okay. Ja, geil. Dankeschön. Okay, so die Timbo-Werbung, die wurde getätigt. Wer auch immer oder was auch immer Timbo ist. Cool. Vielen Dank. So, das war eine kurze, knackige und ja, sinnvolle Fanpost würde ich jetzt mal sagen. So, Elektro-Dschangel. Oh, also wäre ich ein Affe und ich würde halt ja unter Menschen so großgezogen werden, also von Menschen großgezogen werden, dann wäre es mir auf jeden Fall wichtig, dass ich halt mit denen mal eine Runde feiern gehen kann. Also ich weiß halt nicht so, wie das bei Affen ist, aber ich denke mal, so ein Affe, der kann noch gut zur Hardtack raven. Ja. Das Ding ist halt, ich hatte halt noch nie Nasenaffen so. Also hätte ich einen Nasenaffen, mal ganz ehrlich, ich würde den zum Feiern mitnehmen. Müssen wir halt gucken, so wie man die dann halt in die Diskothek, also wie man so einen Nasenaffen in die Diskothek mit reinschleust. Aber so ein Affe, der, ja, der kann ja auch gut klettern und so. Ich denke mal,
Das wird ja schon möglich sein, dass er da unerlaubt reingeht und dann halt mit mir zusammen raven kann. So, im Anschluss muss ich nochmal vermerken, dass mir jetzt erstmal bewusst geworden ist, was das hier ist. Also, das ist keine Smartphone-Hülle, sondern ein Handy-Frischhaltebeutel. Da kann man nämlich hier sein Handy reintun und ja. Moin! Ja.